So, hallo, ich begrüße euch oder Sie wieder recht herzlich. Heute geht es um das Smith-Chart und vor allen Dingen geht es heute um das Thema Leitungen im Smith-Diagramm. So, was ist das Setup hier dafür? Ich muss es mal kurz zu erläutern. Wir haben unser übliches Setup mit einem Generator. So, das ist der da. Der natürlich wieder eine charakteristische oder eine Innenimpedanz von Z0 hat. Und daran angeschlossen ist eine Leitung hier. Und an dieser Leitung hier am Ende, da passiert auch wieder irgendwas. So, was wir uns betrachten wollen, ist nun zunächst mal hier der Reflexionsfaktor Gamma, den wir am Ende der Leitung sehen, wenn wir uns genau an dieser Stelle hier befinden, also genau in dieser Ebene sind. Okay, nehmen wir den Extremfall einer leerlaufenden Leitung, dann ist das, was wir da am Leerlauf messen, natürlich der Leerlauf, den wir hier am Punkt 1 ganz rechts im Smith-Diagramm finden. Was passiert denn nun, wenn wir uns auf dieser Leitung hier so ein bisschen bewegen? Das heißt, wir als Männchen laufen Richtung Generator, schauen aber nach wie vor in diese Richtung. Das ist nach wie vor unsere Blickrichtung hier und schauen auf den Leerlauf und sind vielleicht jetzt mal so ein paar Millimeter weiter hier gewandert. Nun, darauf gibt es zwei Antworten. Die eine finden wir schon im Smith-Diagramm. Die lautet nämlich Wavelength towards Generator. Es steht hier an der äußersten Skala. So, und wir laufen jetzt mit einer positiven Länge ein Stückchen weiter, hier also im Prinzip runter von 0, dem Wert 0,25, also einer Viertelwellenlänge langen Leitung. Da nehmen wir einfach mal als Nullpunkt an, hier warum da ein Viertel steht, das erzähle ich gleich. Und wir würden ein Stückchen weiterlaufen und dann wandern wir ein Stückchen auf diesem äußeren Kreis hier weiter. So, wir können das auch anders interpretieren. So eine kurze leerlaufende Leitung ist eigentlich eine Kapazität. LTG ist kapazitiv. So, wir können noch was sagen, unmittelbar aus der Tatsache, dass diese Leitung verlustfrei ist und wir hier einen Leerlauf haben, folgt natürlich, dass immer der Betrag von Gamma gleich 1 sein muss. Wir befinden uns also im Smith-Diagramm und laufen auf diesem Smith-Diagramm hier den ganzen weiten Kreis hier außen weiter. Beispielsweise mal bis hierhin zu diesem Punkt rein willkürlich gewählt. Wir finden, dass hier der Blindwiderstand minus 3 ist, also die Impedanz dann mit minus 3J oder minus J3 angegeben werden muss. Und wir haben hier herausgefunden, dass dieses geschehen ist nach, das können wir hier in der Skala ablesen, 0,32 Lambda minus 0,25 Lambda. Also wenn wir dieses Stückchen hier gewandert sind bis dahin, was da lang war, L elektrisch gleich 0,07 Lambda. So, wir könnten dieses Stück Leitung hier, das am Ende leer läuft, auch ersetzen durch eine Kapazität. Die müsste dann eben den Blindwiderstand minus 3 haben. Ja, aber kann man ja ausrechnen. Wenn man die Frequenz kennt, mit der Beziehung minus 1 durch J, minus 1 durch Omega C ist gleich XC, können wir ohne weiteres dieses hier ausrechnen. So, wenn wir weiter wandern, kommen wir irgendwann an dem vielleicht interessierenden Punkt hier minus J vorbei. Naja, das ist gerade nach, da, jetzt können wir es hier ein bisschen schneller ablesen, weil wir nur senkrecht runtergehen müssen. Das ist gerade passiert bei 0,375 bzw. einer elektrischen Länge unserer Leitung von 0,125 Lambda, also gleich Lambda Achtel. Na, und wir können natürlich noch weiterlaufen. So. Und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und kommen irgendwann hier auf der reellen Achse raus. Da an der Stelle.
So, und da stellen wir fest, dass unsere zunächst doch leerlaufende Leitung nun aussieht wie ein Kurzschluss. Nach genau, da steht jetzt 0 Lambda Viertel, können wir also nicht mehr unterscheiden, ob wir hier eigentlich direkt am Ort eines Kurzschlusses sind oder Lambda Viertel entfernt von einem Leerlauf uns befinden. Na gut, das ist der typische Lambda Viertel Trafo oder ein Lambda Viertel Stub, jetzt aber in seiner wirklich extremen Form benutzt. Ich wende mich dann dem nächsten Fall zu, nämlich der kurzgeschlossenen Leitung. Ich könnte auch einfach hier es weitermachen und ein bisschen weiterlaufen. Das mache ich aber nicht, sondern ich schaue mir an, was denn eigentlich passiert, wenn ich die Leitung kurz schließe. Mache dasselbe auch mal hier, packe hier also wirklich einen Kurzschluss dran. Na und die erste Überlegung ist wieder, in welche Richtung wird sich die Kurve weiter bewegen. Nun, wenn ich einen Kurzschluss mit einer ganz kurzen Leitung dran habe, dann ist das eine Leiterbrücke, also eine Induktivität. Da muss ich ein Stückchen hochgehen und es passiert dasselbe Spiel wie vorher. Ich komme irgendwann an dem Punkt J vorbei, hier, das ist genau nach Lambda Achtel. Und ich wandere weiter auf dem äußeren Kreis, denn alle Energie wird auch vom Kurzschluss komplett zurückgegeben. Auch der Kurzschluss, so wie der Leerlauf auch, kann keine Energie umsetzen. Und irgendwann lande ich nach Lambda Viertel. Deswegen gilt hier auch die 0,25, weil ich die 0 hier als Startpunkt habe. Bin ich bei der 0,25 und habe hier wieder die Situation, dass die kurzgeschlossene Leitung nach Lambda Viertel aussieht wie ein Leerlauf. Na gut, dieses die beiden Extrema. Man verwendet diese Leitung häufiger schon mal, um sogenannte Stubs aufzubauen. Das sieht dann so aus. Das heißt, man hätte ein Stückchen Leitung von irgendwas hier, würde ein Stückchen Leitung weitergehen oder vielleicht auch direkt an irgendeiner Impedanz sein. So, ein ZL. Und würde jetzt hier einen Stub einbauen. So, der meinetwegen leer läuft. So, wofür sorgt dieser Stub? Der sorgt dafür, dass ich an dieser Stelle hier ein paralleles C habe. Ne? Gut, das ist die Anwendung oder eine mögliche Anwendung. Zum Beispiel für Anpassschaltung. So, wenn ich jetzt nicht so einen Kurzschluss oder Leerlauf habe, also nicht so eine ganz simple Situation, wie ich sie hier beschrieben habe, sondern bisschen was Komplizierteres vorfinde, zum Beispiel diese Leitung mache ich auch mal weg, diesen Strich hier mache ich auch mal weg. Ich es hier zu tun habe mit einer Impedanz ZL, die meinetwegen bekannt ist. Das kann jetzt alles Mögliche sein. Das kann eine Antenne sein, das kann eine Eingangsstufe von einem Verstärker sein, was auch immer. Oder einfach so nur eine Last oder sowas. Und dann brauche ich natürlich wie immer mein ZL-Strich, was ja gleich ist ZL durch Z0, was meine Bezugsgröße ist, typischerweise auch die Impedanz dieser Leitung hier, die bislang kaum eine Rolle gespielt hat, weil ich mich ohnehin ganz aus im Smith-Diagramm bewegt habe. Und wenn ich jetzt ein Beispiel mache, zum Beispiel mit ZL gleich 100 Ohm plus J 100 Ohm. Dann sehen wir sofort, ZL Strich ist gleich 2 plus J2. Und das können wir eintragen im Smith-Diagramm. Ein bisschen mehr Übersicht brauchen wir schon. 2 plus J, da ist der 2, da ist die Zweierlinie. Hier. So, und an das Ding schließe ich jetzt eine Leitung an, genau wie da oben in dem Bild gezeigt. Dann
bewege ich mich auf so einem Kreis um den Ursprung. Die Leitung macht ja nichts weiter, als die Phase des Reflexionsfaktors zu drehen. Sie wird keine, da sie verlustlos ist, keine Energie oder sowas abrauchen lassen oder so. Und ich bewege mich genau, wie ich es eben gemacht habe mit dem Kurzschluss oder dem Leerlauf, in diese Richtung hier. Also im, ist es der Uhrzeigersinn? Im Uhrzeigersinn. Und ein interessanter Punkt könnte zum Beispiel sein, wann ich hier ankomme oder dass ich hier ankomme bei Z' gleich 4,5. Nun, wie lang muss die Leitung sein, die ich dafür brauche, um da anzukommen? Messen wir das kurz durch. So, ich bin hier gestartet bei 0,21 und komme hier raus bei 0,25. Das heißt also, diese Leitung, die ich da bemühen muss, ist 0,04 Lambda lang. Ein technisch vielleicht bedeutsamer Punkt ist, insbesondere für Anpassschaltung, wann komme ich an dem Punkt vorbei, wo der Realteil gerade 50 Ohm ist, beziehungsweise der Realteil im normierten Fall gerade 1 ist. Das wäre hier, denn das ist genau dieser Kreis. Dann könnte ich hier zum Beispiel mit einer einfachen Induktivität oder so von dem Punkt aus über diesen Kreis bis in den Ursprung laufen und hätte das Teil angepasst mit einer Leitung und einer Induktivität. Nun, auch davon bestimme ich kurz die Phase. So, da sind wir bei 0,32. Gestartet sind wir hier bei 0,21. Das heißt also, das gesamte Stück hier rüber, würde eine Leitung sein mit 0,11 Lambda elektrischer Länge. Okay. So. Somit kann ich dann auch beispielsweise von diesem Punkt hier dahin laufen. Ich möchte noch einen technisch ebenso bedeutsamen Fall, den ich schon kurz angerissen habe, etwas vertiefen, nämlich den Fall der Lambda-Viertelleitung. Nehmen wir an, wir haben es mit einer rein reellen Impedanz zu tun von hier in diesem Fall ZL', mache ich auch ganz bewusst ZL' gleich 2. Naja, und wenn ich jetzt eine Leitung an das Ding anschließe, die genau Lambda Viertel lang ist, dann bewege ich mich ja auf diesem Kreis um den Ursprung und komme irgendwann nach Lambda Viertel, das können wir genau nachlesen, 0,25 gestartet, bei 0,0 rausgekommen, ist genau Lambda Viertel, hier raus, bei nämlich 0,5. 0,5 ist ja gerade gleich 1 durch 2, also 1 durch ZL'. So, habe also von dieser hochohmigen Impedanz über diese Leitung hier transformiert, runter hier drauf, auf dieses ZL'. Andersrum geht es natürlich genauso. Würde ich jetzt diesen Punkt hier nehmen und den um 180 Grad drehen, aber mit einer Lambda-Viertelleitung versehen, dann käme ich beim ZL gleich Zweierpunkt raus. Entscheidend ist, dass ZL' und mein ZL2', also das transformierte mal ZL2' gleich 1 ergibt, was letztlich auch nichts anderes ist, als dass der Lambda-Viertel-Trafo oder die Impedanz der Lambda-Viertel-Leitung Z Lambda-Viertel gleich dem geometrischen Mittel aus ZL mal dem Z, ich nenne es mal Ziel, ist. Wenn Sie also jetzt eine Impedanz transformieren wollen von 50 auf oder von 100 auf irgendwas anderes Ohm, meinetwegen 50 Ohm, dann muss das geometrische Mittel dieser beiden gewählt werden. So, damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und mache für dieses Videochen Schluss.